Was auch immer der da oben macht, schwebt der? Ach, das ist ein Zuschauer. Ist aber ein sehr guter Server, wenn man die Zuschauer sehen kann. Also, ich meine, ich beschwere mich ja oft über Gomme, aber dieser Server ist ja um einiges schlechter. Aber wirklich um einiges. Murder on call with the partner. 20 years in the scene like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sailor than every night. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu der ZEC. Mal auf einem anderen Server, nämlich Weiß-Weiß. Einem Server mit einem wahrscheinlich noch schlechteren Anti-Cheat als Gomme. Was heißt wahrscheinlich? Es ist ziemlich offensichtlich. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich das sage, weil bei Revi ist es ja offensichtlich so, dass es besser ist als das von Gomme. Und die hier benutzen Spartan. Wer Spartan noch nicht kennt, das ist ein Anti-Cheat von... Wow, ich habe nicht mal jetzt einen Speed-Mode drin und ich konnte ihn so einfach töten. Ja, wir müssen einmal kurz hier einen Speed anmachen. Und wir spielen übrigens mit Livell, weil es ein guter Spartan-Client ist. Nicht, dass es interessieren würde, weil das Anti-Cheat eh so scheiße ist, dass es eigentlich eh alles bypasst. So, wo haben wir unsere Killer? Nein, unseren Speed. Da, na schön. Machen wir einfach nochmal einen NCP-B-Hop rein, weil das geht nämlich durch auf diesem Anti-Cheat. So, essen mal kurz was und dann, na? Da ist eindeutig ein Kill, den wir bekommen können. Beziehungsweise... Oh, das ist der nächste Hacker. Das ist aber gut, das ist ein guter Server. Das kann man stolz drauf sein, eindeutig. Der kriegt auch gar kein Knockback. Leider ist er jetzt down gegangen, weil ich halt besser als er bin im Hacken. Erste Runde, die ich aufnehme, direkt auch einen Hacker. Das ist ein guter Server. Die haben übrigens 3000 Slots und irgendwie 150 Spieler. Ich hatte auch schon mal, ich weiß nicht, das ist schon ein paar Monate her. Aber ich hatte schon vor ein paar Monaten mal eine Konversation, bin sogar mit Weiß-Weiß aneinander geraten. Und man merkt halt, dass der Typ ziemlich dumm ist und so spiegelt sich das halt auch in seinem Server wieder. Ich habe mich gerade gewundert, warum... What the fuck? Was zur Hölle ist mit dem passiert? Der Server ist ja mal ein richtiges Meme. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder. Was viele gestern auch nicht im Video verstanden haben, ist, warum ich gesagt habe, dass die Schule einfach ist, aber ich sie trotzdem verlassen habe. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Schule verlassen habe, gute Noten in der Schule gehabt. Deshalb kann ich das auch irgendwo von mir selbst behaupten. Ich bin zwar natürlich nur in die 9. Klasse gegangen, habe damit halt einen Hauptschulabschluss und mehr halt nicht. Bis ich dann halt die Schule halt, wie gesagt, dann verlassen habe. Und ja, der Typ ist ein bisschen AFK, ist aber gut für uns. Wird's ein einfacher Kill. Hätte die Rüstung zwar gerne gehabt, aber soll ihm auch egal sein, so. Und außerdem wird das der Client Launcher ein bisschen nach hinten verschoben. Übrigens bin ich nicht der, der darüber entscheidet. Das ist einzig und allein der Client-Launcher mache, und wenn sich Leute wirklich darüber in den Kommentaren über mich beschweren und über meine Kompetenz, es liegt einzig und allein an der Person, die den Client-Launcher machen, und ich gebe der Person einfach die Zeit. Wenn die Person die Zeit braucht, dann soll diese Person auch die Zeit haben, die sie halt braucht, als dass der halt eher schlechter wird oder sonst irgendwas, weil das würde ich halt an dem Punkt einfach nicht einsehen. Deshalb wird es einfach noch ein bisschen nach hinten verschoben. Er wird im Februar kommen, so viel sage ich. Er ist schon fast fertig. Aber es werden noch so ein paar letzte Arbeiten gemacht und dann, ja. Oh, ich dachte tatsächlich, dass wir das nicht so mit dem Fleisch schaffen würden, aber... lol. Ich weiß gar nichts über den Server, deshalb weiß ich auch nicht, warum er sich da hoch teleportieren konnte. Egal. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde. Muss schon sagen, dass das ziemlich spaßig auf dem Server ist. Ich lade auch persönlich jeden gerne dazu ein, auf diesem Server zu hacken. Ihr müsst einfach das Kit Jumper auswählen und dann geht alles von AAC damals durch. Selbst wenn ihr das nicht habt, könnt ihr trotzdem noch immer ziemlich viele Module benutzen, weil es einfach Spartan ist und das Anti-Cheat einfach scheiße ist. Also falls ihr einfach fliegen wollt, Jumper-Kit reinmachen in Skywars. Und einfach AAC-Fly benutzen. AAC-Fly könnt ihr dann auch noch den Speed richtig weit hochdrehen, falls es jemanden halt, wie gesagt, dann interessiert. Lade ich, wie gesagt, ja, jeden herzlich dazu ein, weil man halt einfach auch bei Weiß-Weiß wieder merkt, dass der Typ keine Ahnung hat von dem, was er tut.
Der Typ, falls sich daran Leute übrigens noch erinnern können, hat damit angefangen, damals mit irgendwie, ich weiß nicht, wie alt er war. Auf jeden Fall hatte der damals schon so eine richtige Kiddie-Stimme und hat irgendwelche Redstone-Tutorials gemacht. Und ich glaube, der hat auch komplett seine Relevanz verloren, was ich auch ziemlich gut finde, weil ich den Typen an sich einfach unglaublich dumm finde. Aber naja, soll mich auch nicht jucken, weil Runde ist schon wieder vorbei. Die anderen Runden wurden schon nicht mehr voll, also die Nicht-Team-Runden. Aber finde ich ganz gut, so kann ich halt auch Teams alleine kaputt machen. Wird spaßig. So. Noch die letzte Kiste da oben und dann sollten wir ja schon genug Equipment haben. Hoffe einfach, dass wir da noch ein bisschen eine gute Rüstung drin. Hä? Als ob in nichts in der Kiste. Okay, es ist nichts in der Kiste drin. Nice. So. Ich glaube, ja, die haben wir schon mal von der anderen Seite gelootet, deshalb. So. Kurz hier hochtauen und dann fliegen wir da zum ersten Team rüber. Ich konnte den Speed, wie gesagt, auch höher drehen. Ich glaube, das hatte ich auch. Ne, ich hatte das. Die Runde habe ich rausgeschnitten, da war ja was. Aber ich finde, der ist dann zu schnell und zu unkontrollierbar und das ist dann ein bisschen unnötig. So. Kurz was essen, kleine Pause und es existiert schon. Doch, Team Blau existiert noch. Dann holen wir das als erstes, weil es ist ja unfair, wenn es 2 gegen 1 ist. Ja. Yeah. Ach du Scheiße, der macht viel Schaden. Tschüss. Kurz mal splashen, weil so richtig krasse Splasher sind. So. Und ja, dann schmeißen wir dann einfach so runter. Tschüss. Ja, der hat uns sonst auch ein bisschen Probleme bereitet mit seiner Rüstung. Ich frage mich, ob No-Fall geht. Sollte ja eigentlich auch, aber ich habe keine Lust, das auszutesten, weil ich keine Lust habe, in der Runde gekickt zu werden. Ich frage gleich einfach mal den Levelmacher, weil der spielt ja öfters auf dem Server hier. Der hat mir das Ganze auch geraten. Schließlich macht er ja absichtlich so Spartan-Client-mäßig, um selber halt auf diesem Server zu spielen. Alter, Instant Damage brauchen wir nur leider halt gar nicht. Kurz was essen. Was auch immer der da oben macht, schwebt der? Macht das ein Zuschauer? Ist aber ein sehr guter Server, wenn man die Zuschauer sehen kann. Also, ich meine, ich beschwere mich ja oft über Gomme, aber dieser Server ist ja um einiges schlechter. Aber wirklich um einiges. Ist der schlecht, Mann. Oh, ich wurde für Hacking Live gebannt von einem Admin. Ja, witzig. Ich habe halt noch vor, bevor ich aufgenommen habe, schon gehackt. Egal, wir sehen uns gleich auf dem nächsten Account wieder. Der Server ist ziemlich gut. Ich hatte gerade eine Runde, die ich rausgenommen habe. Und da wurde mir die gleiche Teamfarbe für einen anderen angezeigt, während ich nicht mal in seinem Team war. Ist ziemlich nice so, wenn sie nicht mal das hinkriegen. Wie komme ich da bitte runter? Ich sehe schon. So. Ja, so gutes Equipment ist das ja jetzt nicht, aber. Egal, wir nehmen, was wir kriegen. Und das ist auch schon der erste Gegner, der jetzt richtig Spaß haben wird. Ja, der wird Spaß haben. Oh. Kannst du down gehen? Alter, wir wären fast down gegangen gegen ihn. Komisch. Egal, wir haben auch nicht so die gute Rüstung. Er zwar auch nicht, aber. Tschüss. Alter, ich wollte mich gerade schon beschweren, aber der Typ hat einfach nur gelaggt wie Scheiße. Schmeißen mal kurz ein paar Sachen raus, falls wir irgendwie einen Heiltrank kriegen, dann bräuchten wir das sogar. So. Ja, zu dem Team will ich halt nicht direkt und es sind nur noch 2 Teams da. Sehr gut. Oh nein, ich glaube, ich muss niesen. Ich bin auch schon wieder richtig erkältet und ich weiß nicht warum. Meine Augen tun auch schon wieder weh, so. So ermüdigt. Ich habe keine Ahnung. Bin all day müde. Halt normal krank, so. Kurz splashen. Ist ja. Okay. Nee, der ist nicht runtergefallen. Weiß ich nicht, was mit dem passiert ist, wie der gestorben ist. Vielleicht ist er ja gelieft. Weiß man nie. Kurz vorher nochmal was essen. Und der eine baut sich gerade. Das ist ja dann ziemlich optimal, würde ich behaupten. Ich weiß halt nicht, ob die sowas wie einen Flykick drin haben. Deshalb bin ich damit jetzt einfach mal vorsichtig. Aber sieht ja bis jetzt ganz gut aus. Komm, fall runter. Ja, einfach. Und ja, du als nächster auch noch. Tschüss.
Ich gucke übrigens auch schon mal, wie lange ich aufgenommen habe. Anscheinend habe ich die Admins jetzt auf mich aufmerksam gemacht. Ich habe jetzt einfach so 3 Minuten gewartet, bis ich auf einen neuen Alt gegangen bin. Außerdem sind wir auch schön alleine im Team in der Teamrunde. Und sollte gut werden. Hoffe einfach mal, dass die Admins jetzt nicht allzu sehr am Schwitzen sind wegen mir, aber denke mal, dass das schon der Fall ist. Aber wir müssen eh nur noch 4 Minuten spielen, also kann ich auch einfach noch zweimal den Alt wechseln oder so. Aber eine Runde sollte ja zumindest drin sein, zumindest eine ganze. So. Außer natürlich, die spectaten jetzt dauerhaft die Runden. Das wäre natürlich eher unerquicklich so. Warum guckt er einfach in eine Kiste, während sein Teammate getötet wird? Das hört man doch sogar. Also bitte. Aber gut, mich soll's nicht jucken, weil bist nicht mein Teammate. So, bin auch ziemlich glücklich, dass wir kein Teammate brauchen, weil ja, daran geht's meistens zu Bruch. So, kurz was essen, so Splashpots ready machen, falls die irgendwas machen wollen. Und wir werden dauerhaft gebannt. Yeah. Ich merke schon, die spectaten dauerhaft. Die sind halt mit mir in der Lobby und warten auf neue Reports. Was bedeutet, wir müssen die Runden jetzt schnell beenden. Der Typ muss halt wahrscheinlich nicht mal so auf Reports warten, sondern geht wirklich in die einzig existierenden Skywars-Runden, weil halt immer nur wirklich eine gleichzeitig offen ist. Hoffe einfach mal, dass wir jetzt nochmal die Runde beenden können. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Aber man kann es ja natürlich immer versuchen. So. Ja, ich merke schon, B-Hop und AC Fly zusammen geht nicht so gut. So, 1, 2 und Nummer 3. Und der dritte, vierte tötet uns. Habe ich auch gehört. Oder halt auch nicht, weil wir jeden einzelnen von seinen Drecksstegen gedodged haben. Ja, wir müssen jetzt nur noch den letzten töten. Das Problem ist, dass wir ein bisschen Lowlife sind. So. Kurz mal die Sachen hier looten. Vielleicht li sind hier irgendwo Potions drin. Da schon mal nicht und hier auch nicht. Ja, wir bräuchten aber wirklich Potions, weil sonst ja, wird das ein bisschen traurig. Ja, wird aber nichts draus aus den Potions. Dann dodgen wir halt, versuchen einfach so gut wie möglich zu dodgen. Mit dem B-Hop. So, let's go. Möchtest kämpfen, habe ich auch gehört. Und wenn mir jetzt ein Admin zugeguckt hat, bannt er mich jetzt, aber ist mir relativ egal. Ich fliege jetzt einfach. Und ich wechsle kurz den Alt und dann sehen wir uns in der letzten Runde wieder. Die Runde ist auch noch relativ voll geworden. Hoffe einfach mal dadurch, dass ich jetzt noch mein Alt vorher geswitcht habe, dass wir nicht so schnell gebannt werden. Admins schien ja kurz gerade inaktiv gewesen zu sein, sonst wäre ich da wahrscheinlich auch gebannt gewesen. Ich weiß nicht, wie man da runterkommt. Hier durch? Ja, dadurch. So, haben schon mal eine Heal Potion, das ist schon mal ein guter Anfang. Ziehen das auch alles runter und töten dann halt zuerst die, die nicht im Team sind. Und versuchen dann so einfach so gut wie möglich zu beeilen. So, der sieht uns eh schon nicht, hat nicht mal Rüstung an, wow. Zu einfach. Eindeutig zu einfach. So, und ich werde übrigens das mal öfter machen, einfach so ein bisschen kurz auf neue Server gehen und dann mache ich da halt eine Folge drauf und dann gehe ich halt wieder auf was anderes. Das habe ich ja schon mal auf dem Kev-Server gemacht und ja, wird denke ich mal öfters kommen, sobald sich halt wieder so ein Server zeigt, wo es relativ viel Spaß macht drauf zu spielen oder so. So, wenn mir jetzt ein Admin zuguckt, sind wir mal sowas von weg vom Fenster. Aber bis jetzt scheint das noch nicht der Fall zu sein und der andere hat es übrigens überlebt. Junge, könntest du down gehen? Warum hat er so lange überlebt? Das war ein Wunder für mich jetzt. Egal. Haben's ja auch überlebt, von daher soll es mir egal sein. Hatte der noch Potions? Nee, natürlich nicht. Der da unten wahrscheinlich auch nicht. Gut, da wären wir jetzt fast gestorben, aber sehr gut. So, kurz so bauen und hochtauchen. Da sind noch immer Blöcke über uns, okay. Wollen wir uns halt ein bisschen weiter weg und. Was ist das für ein Tower-Mode? War das der Jump Tower? Oh, ich habe Scaffold Walk noch an, deshalb. Sehr gut. So. Wir haben beide kein gutes Equipment. Das ist wenigstens schon mal was Gutes für uns. So. Ja. Das sollte gut werden. Und noch Team Blau. Ne. Vor allem, wir werden auch schon wieder ein Team Blau angezeigt, oder? Das ist der Name Protect.
Wäre mir aber neu, wenn der Name Protect das blau machen würde in Livell. Aber wird am meisten Sinn ergeben. Ja, das liegt am Name Protect. Weil wir sind im Team Hellgrün, von daher wird es halt wirklich gar keinen Sinn machen. Aber es guckt gerade wirklich gar kein Admin zu, was schon mal gut für uns ist. Und der Typ hat ein bisschen gelaggt, aber auch nur ganz minimal. Wir müssen jetzt noch die letzte Person finden. Hab halt gar kein... Ah, so viel dazu. Und noch zum letzten hinfliegen. Na, der wird richtig Spaß haben. Der sieht uns nicht mehr als kommen. Ja, es gibt anscheinend keine Kicks fürs Fliegen. Finde ich gut so. Bin hinter dir übrigens, ne? Und ich hoffe, euch hat die Folge wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Livell ist auch in der Beschreibung. Der Client kostet übrigens nur noch 10 Euro, dadurch, dass es ein Non-Gomme-Client geworden ist. Der Client ist trotzdem gut für Revi und Spartan-Server. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns morgen bei einer nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.